Hallo, ich bin Eva Schnepf und Inhaberin von CL Schreibwaren. Ich führe das Unternehmen, das ich von meinen Eltern übernommen habe, in dritter und vierter Generation mit meiner Tochter Franziska. Im nächsten Jahr haben wir 180-Jähriges. Und als mein Vater 1954 das Haus hier gebaut hat, war hier noch kein Wollhaus. Und unser Haus stand tatsächlich wirklich war als einziges Haus hier am Wollhaus. Also das Schöne an Schreibwaren ist einfach, dass jeder im Laufe seines Lebens damit in Berührung kommt. Das fängt an, wenn man in die Schule kommt, der bekommt seinen Schulranzen, die Einladungskarte zur Kommunion, Konfirmation, zum Geburtstag. Die Hochzeit ist eine ganz große Sache, Einladungskarten auch hier, Kirchenhefte, Danksagungen, Menükarten. Da haben wir uns einen Namen gemacht und der Kreis schließt sich dann eigentlich wieder, wenn dann das erste Kind kommt. Da kann man dann auch wieder zur Seelschreibwaren. Was uns auszeichnet, ist eben das große Sortiment. Wir sind persönlich da, unsere Mitarbeiter sind freundlich. Wir führen Geschenke für alle Anlässe und haben uns also besonders auch einen Namen gemacht mit Geschenkverpackungen und mit Geldgeschenken. Als Herzstück unserer Papeterie würde ich die Schreibgeräte bezeichnen. Auch hier steht die Beratung und die Persönlichkeit im Vordergrund. Das Kind, das seinen ersten Füller bekommt, darf das bei uns ausprobieren, sich aussuchen, was am besten zu ihm passt. Und wenn er dann einen gefunden hat, dann wird er auch noch kostenlos bei uns graviert. Frau Schnepp, was war denn Ihr erster Füller? Mein erster Füller war ein GH-Schulfüller. Mein Lieblingsfüller heute ist ein Lamy Diallo. Da kann man so die Goldfäder rausdrehen und es ist eine wunderbar weichschreibende Goldfeder. Musik